Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Thomas Tröbinger und ich komme von Atempo aus Graz. Eigentlich hätte ich ja Mitte des Monats bei Ihnen sein sollen, um einen Vortrag zu halten. Doch dann kam Corona und stellte alles auf den Kopf. Eigentlich hätte ich auch im April in Zypern sein sollen und im Mai in Helsinki, um eine Fortbildungswoche zu halten. Naja, die Dinge haben sich geändert und ich hoffe, dass wir im Herbst bzw. Winter diesen Jahres die Fortbildungen nachholen können. Wir werden sehen. Ich freue mich jedoch sehr, dass ich auf diesem Weg zu Ihnen sprechen kann und werde in Kürze umschalten auf meinen Vortrag. Sie werden mich noch hören, Sie werden mich jedoch dann nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass wir uns auch in nicht allzu ferner Zukunft persönlich kennenlernen können und wünsche Ihnen auf diesem Wege einen spannenden Vortrag und einen angenehmen, entspannten Sommer. Bevor ich mit dem Vortrag direkt starte, möchte ich kurz Ihnen noch einen Hintergrund mitgeben, wo ich sozusagen herkomme, wo ich eingebettet bin beruflich. Ich arbeite für Atempo und Sie sehen hier die Atempo-Webseite und gleich dort unten sieht man, wer wir sind. Atempo ist eines der führenden inklusiven Sozialunternehmen Österreichs. Wir treten dafür ein, dass alle Menschen gleichberechtigt arbeiten, leben und wohnen können. Und dafür entwickeln wir Produkte in den Bereichen allgemeine Bildung, Integration in den Arbeitsmarkt, Barrierefreiheit und Evaluation von sozialen Dienstleistungen. Und ich arbeite für die Bildungsabteilung von Atempo. Da komme ich dann noch näher darauf zu sprechen. Ich steige jetzt von der Atempo-Website um auf ein digitales Tool. Das nennt sich MindMeister. Es ist ein deutsch-österreichisches Produkt, mit dem man Mindmaps erstellen kann. Das eignet sich vielfältig für die verschiedensten Kreativprozesse und ich verwende es jetzt in diesem Fall für meinen Vortrag, denn man kann diese Mindmaps eben auch animieren, mit Fotos und Videos bestücken und ich steige jetzt gleich in die Präsentation ein. Ich drücke dazu auf diesen Play-Knopf. Und schon sollte es losgehen. Innovatives Lernen mit Tablets, Apps und digitalen Tools. Ich werde Sie jetzt in diesem Vortrag, der sehr visuell sein wird, durch verschiedene Stationen leiten. Und zwar werde ich anfänglich eine kurze Einführung zum Thema geben. Dann werde ich mich selbst vorstellen. Ich möchte Ihnen dann einen Abriss geben, wie wir den Einsatz von Tablets, Apps und digitalen Tools sehen, was sozusagen das Potenzial dieser Technologien sein kann. Und dann möchte ich unser Kursangebot vorstellen und Ihnen ein bisschen Guster machen, sozusagen auf die Möglichkeiten des Lernens, die Sie noch haben werden, wenn Sie einen unserer Kurse besuchen. Innovatives Lernen mit Tablets und Apps und digitalen Tools. Man sieht hier auf diesem Foto eine Gruppe von zypriotischen Schülern in einer Privatschule, die mit einem iPad im Physikunterricht ein Lehrvideo drehen. Und ich glaube, das Foto sagt schon sehr viel über das Potenzial aus, das diese digitalen Medien haben, wenn sie richtig eingesetzt werden. Kurz zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Tröbinger. Ich bin mittlerweile 39,25 Jahre auf dieser Erde. Ich lege noch darauf Wert auf mathematische Genauigkeit. Werde bald 40 Jahre alt. Bin aus Graz in der Steiermark, im Osten, Südosten der Steiermark. Man sieht hier ein paar Stationen meines Werdegangs. Unter anderem habe ich eine Ausbildung zum Internetdesigner genossen, habe danach 2 Jahre in der Privatwirtschaft bei Daimler in Graz und in Stuttgart gearbeitet, habe dort Projekte abgewickelt im Bereich des Internets
Und dann hat es mich wieder zurück verschlagen nach Graz und ich habe dort ein Masterstudium in den Sozialwissenschaften absolviert und bin danach, ja, eigentlich gleich nach dem Studium zu Atempo gestoßen, arbeite seit 2011 für Atempo als Trainer und Projektentwickler, habe viele spannende Projekte schon gemacht, habe sowohl mit unseren Teilnehmerinnen mit Behinderung gearbeitet, Atempo im Bildungsschwerpunkt, unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene in der Transition sozusagen von der Schule in den Beruf. Eine Art Berufsschule oder Berufsbildungseinrichtung könnte man sagen, mit dem Ziel der beruflichen Integration. Gleichzeitig haben wir dort dann begonnen, eben Kurse zu entwickeln. Da komme ich später noch darauf zu sprechen. Auch arbeite ich seit letzten Sommer als Projektmanager bei der Wirtschaftskammer Steiermark und mache dort im Berufsbildungsbereich einige spannende Projekte im europäischen Kontext. Digitale Basisbildung oder digitale Bildung mache ich seit 15 Jahren. Ein für mich sehr, sehr spannendes Thema hat begonnen mit Computerkursen für Erwachsene, klassischer europäischer Computerführerschein. Da habe ich als Assistent gearbeitet und eben, wie vorher schon erwähnt, seit 2013 führe ich gemeinsam mit meinen Kollegen von Atempo, vorhin mit Karl Beck gemeinsam, Kurse zur digitalen Bildung in ganz Europa durch. Die Zielgruppe sind Lehrerinnen und Lehrer, aber auch anderes pädagogisches Personal verschiedenster Bildungsbereiche, hauptsächlich beruflicher Bildung und auch in dem Bereich der Sozialpädagogik. Was interessiert mich, was treibt mich bei den Themenfeldern Digitalisierung und Lernen? Es sind drei Hauptbereiche. Das erste, was mich interessiert, sind neue Lernformen. Man sieht hier meine Verlobte Sigi, die während der Corona-Krise sofort in die Vollen gegangen ist, wie man so schön sagt. Das heißt, sie hat nicht gewartet, sondern sie hat begonnen, ihren Unterricht vom Tag 1 radikal umzustellen. Sie hat Inhalte in die Cloud gestellt, auf Dropbox strukturiert, sie hat Lehr- und Lernvideos erstellt, sie hat die Unterlagen digitalisiert, Notenmaterial und vieles mehr. Sie ist, wie man hier sehen kann, Cellistin, also Berufsmusikerin und Cellolehrerin. Und sie hat begonnen, dann relativ schnell mit den Möglichkeiten, die da waren, online zu unterrichten. Und hier unterrichtet sie gerade eine Schülerin. Sie sitzt in Graz in unserem Wohnzimmer, die Schülerin sitzt irgendwo zu Hause, einige Kilometer entfernt von Graz. Das ist für mich ein gutes Beispiel für neue Lernformen, die vorher in der Art und Weise wohl noch nicht so möglich waren oder zumindest nicht so weit ausgereizt wurden. Weiters interessiert mich natürlich das Thema Inklusion. Und ich sehe Inklusion nicht, wie es früher oft gesehen wurde, wo wir noch von Integration gesprochen haben, sozusagen, dass wir uns mit den Lernenden beschäftigen, die sich am Rande des Spektrums bewegen, sondern Inklusion heißt eigentlich für mich Individualisierung. Das heißt, dass eigentlich jede und jeder seine sozialen und akademischen Bedarfe, Bedürfnisse gestillt bekommt. Jeder bekommt, was er braucht. Und somit kommen wir zur Individualisierung. Das ist etwas, wo ich davon ausgehe, dass es auch eine starke Zukunft des Lernens sein wird, auch wenn wir stärker online lernen. Man sieht hier ein Foto unseres Kurses in Finnland vom letzten November. Mein Kollege Aaron kniet förmlich vor unseren Kursteilnehmern und unterstützt sie bestmöglich individuell und in Kleingruppen. Naja, und nebenher mache ich auch noch internationale Projekte, vornehmlich im Bildungsbereich und Inklusionsbereich, hauptsächlich über das Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union. Gut. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich, wenn ich bei Ihnen gewesen wäre, einen interaktiven Einstieg gemacht hätte.
Und zwar mit dem Tool Plickers. Plickers ist eine Online-Plattform. Man kann eine App runterladen, sich dort anmelden online. Und was man hier auf dem Foto ganz gut sieht, man kann dann Quizzes oder Befragungen durchführen und die Lernenden oder die Schülerinnen und Schüler antworten mit diesen Karten, die man im Hintergrund hier sieht, also mit diesen Codes. Und der Lehrende oder die Lehrende kann dann mit dem Mobiltelefon oder mit dem Mobilgerät die Karten abscannen und hat innerhalb von kürzester Zeit die Meinung oder die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler direkt entweder auf seinem Gerät oder auch auf der Projektionsfläche zum Beispiel oder auf dem Fernseher. Das heißt, ohne viele digitale Mitteln kann man mit dem Tool Plickers einen interaktiven Unterricht durchführen und das wäre etwas, was ich Ihnen dann in einer konkreten Fortbildung gerne näher bringen möchte. Wie auch viele der Dinge, die jetzt noch folgen werden. Das Lernen verändert sich und das Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung verändert sich. Oder wie man manchmal auch gerne sagt, unter den Bedingungen der Digitalität. Digitalität ist ein Mischwort zwischen Realität und Digitalisierung. Unsere Realitäten verändern sich. Sie sehen das sicher bei vielen Ihrer Schülerinnen und Schüler oder bei Ihren Kindern, dass es sozusagen physische, aber auch virtuelle Realitäten gibt, die mischen sich und die beeinflussen, wie wir leben, wie wir denken, wie wir interagieren und letztlich auch, wie wir lernen. Das ist etwas, was uns natürlich sehr stark in den Kursen auch beschäftigen wird. Wie verändert sich das Lernen? Und wie kann sich das Lernen so verändern? Wie können wir es so gestalten, dass es zum Guten verändert wird, dass wir davon profitieren? Was Sie hier sehen, ist eine schematische Abbildung des Kompetenzmodells der Europäischen Kommission für Lehrende. Es nennt sich DICComp-EDO. Digital Competences for Educators. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt für alle unsere Kursinnovationen oder unsere Kursbestrebungen. Denn hier kann man ganz gut einordnen, in welchen Bereichen es sozusagen zu Kompetenzerwerb kommen sollte, wenn wir digitale Mittel stärker im Unterricht einsetzen. Ich möchte auf das Modell hier jetzt gar nicht näher eingehen, aber einiges von den Dingen, die Sie jetzt hören werden oder die Sie schon gehört haben, lässt sich in diesem pädagogischen Kern, den man da in der Mitte sieht, nämlich grün, blau, violett und türkis, lässt sich hier sehr gut einordnen. Hier müssen Lehrende Kompetenzen erwerben, um mit digitalen Mitteln effizient und gut unterrichten zu können. Und natürlich für Schülerinnen und Schüler bestmögliche Lernergebnisse zu erzielen. Learners as Designers, das ist auch so eine Begrifflichkeit oder eine Modeerscheinung der letzten Jahre. Früher waren wir vornehmlich Konsumenten von digitalen Medien oder von Multimedia. Es waren nur wenige, die in der Lage waren, selbst Medien zu produzieren. Mit den Mobilgeräten, mit Smartphones, mit Tablets, iPads etc. Ist es plötzlich sehr einfach möglich, auf vielfältige Weise produktiv zu werden. Und sozusagen im Tun, im Erstellen von digitalen Medien, seien es jetzt digitale interaktive Bücher oder seien es andere Produkte, in diesem Tun zu lernen. Und das ist eine der, sage ich einmal, Hauptbestrebungen oder Hauptannahmen, die unser Kursangebot, unser Bildungsangebot treiben. Lernende müssen aktiviert werden oder können aktiviert werden. Und so kann es auch zu einer Verschiebung des Lernens kommen,
von Lehrerzentrierung hin zu stärkerer Schülerzentrierung, zu stärkerem selbstverantwortlichen, selbstgesteuerten Lernen. Was gibt es hier für Beispiele? Man sieht hier einen Screenshot eines E-Books, das mit der App Book Creator gestaltet wurde. Bei einem unserer Kurse in Hamburg haben wir die Kursteilnehmer, und das machen wir eigentlich bei allen Kursen, durch Hamburg geschickt, Hamburg zu erkunden, ihren eigenen Reiseführer zu erstellen. Und diesen Reiseführer konnten sie mit den iPads und mit den Smartphones erstellen. Sie haben fotografiert, sie haben Videos geschossen, sie haben mit dem Mikrofon Audioaufnahmen erstellt und haben das Ganze zu einem multimedialen Buch zusammengefügt. Das ist ein so ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel und sind sozusagen digitale Karteikarten, Tools oder Apps. Früher Karteikarten, Sie kennen sie alle, Sie haben wahrscheinlich alle mit ihnen schon gelernt, während der Schule, während des Studiums oder vielleicht auch heute noch, sind ja ein vielfach erprobtes Mittel, um Wissen zu üben, zu erlernen, zu strukturieren. Hier sieht man ein altes Karteikartensystem einer Universitätsbibliothek. Ein ähnliches Prinzip wird bei digitalen Karteikartentools verwendet. Man bildet sozusagen zu einem Wissensgebiet virtuelle Karteikarten ab. Die können manchen Tools mit Fotos und Videos bestückt sein. Und dann kann man verschiedenste Formen von interaktiven Lernszenarien damit durchführen, Lernspiele auch spielen. Das ist etwas, was ich Ihnen näher bringen würde, wenn wir uns treffen. Es gibt eine Vielfalt von digitalen Test- und Quiz-Tools, ähnlich wie die Karteikarten-Tools. Das Prinzip ist simpel. Hier sieht man ein amerikanisches Produkt, das nennt sich Socrative. Bei Socrative kann man einen Test erstellen, ähnlich wie ein Papiertest, zum Beispiel mit Multiple-Choice-Fragen. Und die Schülerinnen und Schüler loggen sich über einen Code in eine Art virtuelles Klassenzimmer ein und können dann über ihre Mobilgeräte an diesem Test teilnehmen. Die Ergebnisse werden sofort erfasst. Und bei diesem Tool zum Beispiel geht das sogar so weit, dass auch die Korrektur automatisiert über die Plattform erfolgt. Das heißt, der Lehrende oder die Lehrende haben eigentlich dann gar nichts mehr wirklich zu tun. Nein, so ist es auch nicht. Aber es werden sehr viele neue Formen des Testens, der Lernüberprüfung möglich. Und auch hier müssen die Tests nicht zwingend von den Schülerinnen und Schülern erstellt werden, sondern sie können eigentlich auch von entschuldigen Sie, eigentlich nicht von den Lehrerinnen erstellt werden, sondern sie können von den Schülern erstellt werden. Und um einen guten Test zu erstellen, ein gutes Quiz zu erstellen, muss ich ein Themengebiet, ein Fachgebiet schon verstanden haben. Learners as Designers, naja, ich sage mal, prädestiniert ist sozusagen die Filmproduktion. Das Foto vom Beginn meines Vortrags sieht man hier noch einmal. Mit dem iPad oder mit dem Smartphone kann sehr leicht gefilmt werden. Und wenn ich ein Erklärvideo erstellen muss über einen bestimmten Sachverhalt, dann muss ich mich beschäftigt haben mit der Materie. Dann muss ich das, was ich erklären will, verstanden haben. Und Sie werden sehen, wenn Sie das ausprobieren mit Ihren Schülerinnen und Schülern, ein schlechtes Video abzugeben, das motiviert auf keinen Fall. Das heißt, da ist meistens sehr große Begeisterung, großes Engagement zu sehen. Und ich glaube, hier liegen viele Lernpotenziale in der Filmerstellung. Und schließlich noch ein weiteres Beispiel, wie wir Lernende aktivieren können. Das wäre die Augmented Reality, die erweiterte Realität. Hier sind wir in den Anfängen, hier wird sich noch viel tun. Man sieht hier eine App, die nennt sich Froggypedia, so wie Wikipedia. Da kann man die Anatomie des Frosches erforschen und kann den Frosch direkt auf den Tisch setzen. Ich möchte ja nicht zu viel verraten, auch das werden Sie bei unseren Kursen kennenlernen.
Und hier gibt es mehrere Apps schon, mit denen, wo man ein Gespür dafür bekommt, wohin sich das Lernen verändern wird und wie stark man sozusagen die Lebensrealität und die Lerninhalte eigentlich zu den Lernenden bringen kann. Kommen wir zu unseren Kursen. Wir bieten aktuell Kurse an in Graz, in Helsinki und in Zypern. Und ich möchte ganz kurz auf allgemeine Elemente unserer Kurse eingehen und dann ein paar Highlights herausgreifen, damit Sie auf den Gusto kommen, auf den Geschmack kommen, was es hier zu lernen gibt, damit Sie sich ein Bild davon machen können, ob das vielleicht etwas für Sie wäre. Unsere Kurse dauern an sich immer 5 Tage. Sie reisen eben an einem Samstag oder Sonntag an. Wir treffen uns Sonntagabend für ein gemeinsames Abendessen und der Kurs selbst läuft dann sozusagen, abgesehen von individueller Vorbereitung, von Montag bis Freitag. Ganz wichtig ist uns die soziale Komponente. Es geht darum, eine angenehme, entspannte Lernatmosphäre zu schaffen und von Anfang an sozusagen ja eine tolle, außergewöhnliche Zeit zu verbringen. Wichtig ist uns hochwertiger Input von Expertinnen und Experten. Hier sieht man einen unserer Vortragenden, den Martti in Finnland. Er ist Experte für das finnische Bildungssystem und ja, ein lustiger, spannender Kerl. Davon haben wir mehrere. Nicht nur in Finnland, auch in Graz und in Zypern. Hands-on ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um Input, sondern es geht genauso darum, dass Sie selbst Erfahrungen sammeln, selbst Dinge ausprobieren und selbst Dinge produzieren. Das Networking soll nicht zu kurz kommen. Das ist ja der Gedanke, der Geist der europäischen Verständigung und auch des Erasmus-Plus-Programms. Sich zu vernetzen, vielleicht gemeinsame Projektideen zu entwickeln und über diesen Kurs hinaus in Kontakt zu bleiben. Und schließlich, wie gesagt, das Soziale steht auch im Vordergrund. Wir werden, wenn Sie zu einem unserer Kurse kommen, sicher mindestens 2 bis 3 Mal gemeinsam essen gehen. Es wird Kaffeepausen geben. Es wird je nach Kursort auch kulturelle Aktivitäten geben, die wir anbieten. Also es sollte ein rundum tolles Paket sein. Der erste Kurs, Innovatives Lernen mit Tablets in Graz, wird im Schnitt, ich hoffe, ich sage jetzt das Richtige, meine Kollegin die Lisa, die man hier als zweite von rechts sieht, wird mich dann hoffentlich im Nachhinein korrigieren. Das ist bei einem Video immer schwierig. Wird 4 bis 5 Mal pro Jahr in Graz angeboten. Kurssprache ist Deutsch. Mein Kollege Aaron wirkt hier mit, den sieht man, das ist der zweite von links. Ich natürlich, wenn ich verfügbar bin, mein Kollege der Karl, den sieht man hier als vierten von rechts. Ja, und dann gibt es verschiedenste Trainerinnen und Trainer, die auch teilnehmen. Teilweise auch mein Kollege Markus, der hier in dem Rollstuhl sitzt. Oder auch meine Kollegin, die Bettina, die auch für Atempo arbeitet. Sie macht Sensibilisierungsvorträge in Schulen, wie es ist, als Frau mit Behinderung zu leben. Ein Schwerpunkt des Kurses in Graz ist digitale Inklusion und Diversität. Wir sind als Atempo prädestiniert, hier Inputs zu geben, weil wir natürlich in unserem Bildungsbetrieb ganz stark mit Mobilgeräten arbeiten, mit digitalen Tools und weil wir auch jetzt während der Corona-Krise hier stärker im Bereich des Distance Learnings Erfahrungen gesammelt haben. Hier können wir viel, viel weitergeben. Ein Highlight unserer Kurse in Graz ist sicher der Ort, ein wunderschöner Ort, eine Villa im Grünen mit einem Park dabei. Mit einem Restaurant. Wir betreiben ein inklusives Restaurant und einem Gastgarten. Das sollte die Atmosphäre schaffen, um gut und entspannt lernen zu können. Und natürlich, wie in jedem unserer Kurse, haben wir Schulbesuche
von der Grundschule oder wie man in Österreich sagt, Volksschule bis zum Gymnasium. Man sieht hier einen Screenshot eines Projekts, das wir mit der Bildungsdirektion Steiermark, das ist so ähnlich wie das Schulamt bei Ihnen, durchgeführt haben. Hier ging es auch um Inklusion. Das Projekt nennt sich Pathway to Inclusion und ist ein Konsortiumsprojekt, das gerade ausgelaufen ist. Entschuldigen Sie bitte für die Nachricht, die hier reinkam. Ich dachte, ich hätte alle Nachrichten ausgeschaltet. Ja, und dann der Kurs in Finnland. A School for Tomorrow, How Finland is Preparing for the Future. Das ist ein Kurs, den wir 2 bis 3 Mal pro Jahr anbieten und der sich schwerpunktmäßig mit dem finnischen Bildungssystem auseinandersetzt. Dieses Foto verwende ich immer gerne, weil ich denke, die Finnen sozusagen wollen ihre jungen Menschen auf so aufs Leben vorzubereiten, dass sie sich trauen, sich ins kalte Wasser zu werfen, dass sie mutig sind, dass sie mündig und selbstständig werden. Das würde ich sagen, das ist eines der für mich, das sind einige der Kernelemente des finnischen Bildungssystems. Und Vertrauen darf man hier nicht vergessen. Was sind die Highlights der Kurse? Das finnische Bildungssystem. Hier sieht man zum Beispiel das 2016 eingeführte Modell der 7 Kernkompetenzen. Das war eines der letzten Curricula-Reformen in Finnland. Und es ist auch ganz spannend, wie Finnland hier versucht, starke Veränderungen im Bildungssystem durchzuführen und sich immer wieder neu zu erfinden und nicht stehen zu bleiben. Ein weiteres Highlight ist Flipped Learning in Finnland. Flipped Classroom, Flipped Learning ist ein Konzept, das es durchaus auch in Deutschland und im deutschen Sprachraum verbreitet immer mehr gibt. Hier geht es darum, die Dynamik des Lernens umzudrehen. Theoretischer Input findet nicht vornehmlich in der Schule vor Ort statt, sondern wird ausgelagert. Zum Beispiel durch Lernvideos, Erklärvideos und andere digitale Möglichkeiten. Das heißt, Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der Theorie individuell und dann wird der Unterricht verwendet für Aktivität. Das heißt, für Klärung von Fragen, für Üben, für Gruppenaktivitäten und so weiter und so fort. Ein ganz spannendes Modell und hier gibt es in Finnland auch Erfahrungen, ein Teil unseres Kurses. Ein weiteres Highlight sind sicherlich die Bibliotheken in Finnland. Hier sieht man die neue Hauptbibliothek von Helsinki, ein unglaublicher Ort, der weit mehr ist als eine Bibliothek. Möchte ich nicht mehr dazu sagen, weil sonst würde ich ja hier spoilen. Spannende Schulbesuche stehen auch auf dem Programm in Finnland. Hier sieht man die französisch-finnische Schule, das französisch-finnische Gymnasium. Beziehungsweise entschuldigen Sie, nicht nur Gymnasium, sondern die haben auch eine Grundschule. Also es ist sozusagen Primar- und Sekundarstufe in einer Schule. Das ist eine unserer Partnerschulen, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Ja, und nicht zuletzt von den Face-to-Face-Kursen. Unser Kurs New Ways of Learning in Cyprus, iPads and Tablets in Action. Hier sieht man den Campus der Privatschule, der Heritage Privatschule. Und ein unglaublich toller Lernort hier auch. Zypern ist der Kursort Limassol und in dem Fall auch speziell die Heritage Private School. Die Heritage Private School hat ein 1:1 iPad-Modell umgesetzt, wo wirklich jeder Schüler ein eigenes iPad hat. Und ja, diese Schule deckt den Kindergarten bis zum Abitur ab und wird einer unserer zentralen Orte des Lernens sein. Gleichzeitig haben wir auch eine Partnerschule in Nicosia, die uns ganz gut zeigt, wie man auch mit weniger Mitteln und Möglichkeiten und mit mehr Beschränkungen im öffentlichen Schulsystem trotzdem Schritte in Richtung Digitalisierung machen kann. Hier sieht man eine Schülerin, die mit Hilfe von Augmented Reality
zum Thema Sicherheit in der Schule lernt. Nicht zuletzt ist ein Schwerpunkt hier auch Kultur- und Outdoor-Lernen. Wir besuchen bei diesem Kurs zum Beispiel eine alte antike Stadt, Kurion, und erstellen gemeinsam inklusive Lernmaterialien zu dem Ort. Lassen Sie sich überraschen. Ja, eine Neuigkeit, die ich hier auch noch weitergeben möchte, sind unsere DigiBee Online-Kurse. DigiBee ist sozusagen die neue Marke oder wird die neue Marke unserer Atempo Kurse zur digitalen Bildung. Und aufgrund der Corona-Krise sind wir natürlich auch ganz interessiert und motiviert dabei, neue Lernformen zu entwickeln. Und ja, wir werden in den nächsten Monaten uns Gedanken machen, wie wir Online-Kurse durchführen können. Dabei geht es natürlich darum, Blended Learning in außergewöhnlichen Zeiten zuzulassen. In dem Fall sehen Sie hier nicht Learning, sondern Sie sehen das Osterfest meiner Familie während der Corona-Krise. Ja, so ähnlich wird Lernen zum Teil aussehen, nämlich über den Computer, über das Internet und hoffentlich trotzdem interaktiv und trotzdem auch persönlich. Das soll auch ein Element unserer Online-Kurse werden. Es wird sicherlich ein Bildungsmix werden, diese Online-Kurse. Das heißt, es wird Face-to-Face-Elemente geben per Video-Meetings. Es wird Kleingruppenphasen geben in Breakout-Räumen. Ah, hier habe ich mich vertippt, bitte entschuldigen Sie. Das heißt, auch in virtuellen Breakout-Räumen wird man sich treffen können zum Lernen. Es soll Video-Inputs von Experten aus ganz Europa geben. Und letztendlich wird natürlich das selbstgesteuerte Lernen, das individuelle Lernen über Learning-Management-Systeme wie zum Beispiel Google Classroom oder andere auch im Vordergrund stehen. Das heißt, wir werden uns in der Gruppe treffen, wir werden Inputs hören, Sie werden in Gruppen arbeiten, aber Sie werden auch individuell arbeiten, vor Ort, wo Sie eben in dem Moment sind. Ja, ich bin sozusagen jetzt zum Ende meines Vortrags gekommen. Ich habe keine Abschlussfolie vorbereitet. Jetzt wäre eigentlich Zeit für Fragen und Antworten. Ich hoffe, es wird vielleicht in der nahen Zukunft dazu noch eine Möglichkeit geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, entschuldige mich, wenn ich die Zeit überzogen habe und hoffe sehr, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, mir zuzuhören und dass Sie vor allem Lust bekommen haben, in einem der Konsortiumsprojekte des Schulamtes dann einen Kurs von Atempo, einen DigiBee-Kurs zu besuchen. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, alles Gute, einen schönen Sommer und bis bald.